Dies ist einer der beiden neuen Maschinentransformatoren, die derzeit im Kernkraftwerk Krümmel eingebaut werden. Heute zieht der Schwerlastbolide auf Schienen in sein eigens für ihn errichtetes Haus ein. Die beiden neuen Trafos sind Spezialanfertigungen, auf deren Fertigstellung der Kernkraftwerksbetreiber Vattenfall nach eigenen Angaben mehr als ein Jahr lang gewartet hatte. Diese beiden neuen Transformatoren sind sogenannte Maschinentransformatoren. Das sind die Trafos, die, wenn das Kraftwerk in Betrieb ist, den erzeugten Strom in das Stromnetz einspeisen. Sie sind in der Tat etwas größer. Jeder dieser Trafos wiegt etwa 450 Tonnen und wir haben hier für die Trafos etwa 20 Millionen Euro investiert. Das sind geradezu Peanuts, wenn man bedenkt, welchen nicht in Geld aufzuwiegenden Ärger die alten Trafos dem Krümmelbetreiber beschert hatten. Ende Juni 2007 geriet einer der Maschinentrafos aus bis heute ungeklärter Ursache in Brand, löste einen Großeinsatz der Feuerwehr und die Notabschaltung des Kernkraftwerks aus. Doch damit nicht genug. Die Flammen am Trafo entfachten die fast verstummte Diskussion um die Risiken der Atomenergie in neuer Dimension. Krümmel wird fortan zum Symbol der Protestbewegung. Doch die Demonstranten konnten nicht verhindern, dass der Meiler im Sommer 2008 nach Reparatur der Trafos wieder ans Netz ging. Offenbar zu früh, denn kurz nach dem Wiederanfahren kommt es zu einem Kurzschluss, wieder der Maschinentrafo, wieder Schnellabschaltung, wieder Strom- und Ampelausfälle und erneut Beschwichtigungen von Vattenfall. Ja, wir sind in der Lage, Kernkraftwerke zu betreiben. Wir haben die Menschen, wir haben die Technik und wir haben die Organisation dafür. Und wir haben auch die richtige Philosophie und die richtige Kultur bei uns im Unternehmen, die lautet, wir streben an, eine führende Position bei Sicherheit, Betrieb von Kernkraftwerken zu erlangen und dafür anerkannt zu werden. Und Sie erkennen, Sicherheit steht ganz vorne und da steht es auch an der richtigen Stelle. Angeblich seien die beiden neuen Trafos schon vor und unabhängig von dem letzten Zwischenfall bestellt worden, aber damals noch nicht fertig gewesen. Diese mangelnde Geduld kommt Vattenfall nun teuer zu stehen. Seit Mitte 2007 haben Investitionen und Instandhaltung stolze 337 Millionen Euro verschlungen. Jeder Tag Stillstand des Reaktors bedeutet für den Betreiber etwa 1 Million Euro Ausfall und es wird noch Monate dauern, bis Krümmel technisch wieder ans Netz gehen kann. Der zweite Trafo muss noch in seine endgültige Position im Trafo-Gebäude gebracht werden. Und dann müssen die Trafos angeschlossen werden. Das heißt, es muss die Verbindung zum Generator hergestellt werden. Die Rohrleitungen für das Kühlwasser müssen eingebaut werden. Die Überwachungseinrichtungen für die Trafos müssen installiert werden. Und erst dann kann man daran denken, das Kraftwerk wieder anzufahren. Wir hoffen, dass wir mit Krümmel in diesem Jahr noch so weit sind, dass wir startklar sind. In Brunsbüttel wird es sicherlich bis ins nächste Jahr dauern, möglicherweise in Krümmel auch. Diese Zeit nutzt Vattenfall jetzt, um die ohnehin fälligen Revisionen und technischen Prüfungen durchzuführen. Immerhin 3500 Checks pro Jahr sind vorgeschrieben. Zudem werden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen im Reaktorgebäude eingebaut. Beispielsweise bauen wir neue Siebe in das Speisewassersystem ein, sodass es nicht zum Eintrag von Fremdkörpern oder Partikeln in das Reaktorwasser kommen kann. Wir statten Brennelemente mit neuen Füßen aus, das heißt, die alten Füße der Brennelemente werden abgenommen. Es werden neue Füße mit neuen Filtern darauf gesetzt. Das dauert auch noch einige Zeit, bis das abgeschlossen ist. Auch wenn in Krümmel derzeit alles stillsteht, Ruhe herrscht nur jenseits des Sicherheitszauns bei den politisch eher uninteressierten vierbeinigen Anwohnern.